Guten Morgen und herzlich willkommen zur Der Aktionär Frühbörse. Wie immer am Morgen, immer erst mit dem Blick zurück in die USA, bevor wir nach Frankfurt schalten. Im Hintergrund müsste eigentlich gleich, da ist er, der Dow Jones, am Freitag ganz gut unterwegs gewesen, obwohl eigentlich die Wirtschaftsdaten eher dagegen gesprochen hatten. Wir hatten 261.000 neu geschaffene Stellen. Das war deutlich weniger als erwartet und hätte eigentlich normalerweise auf den Markt gedrückt. Aber ein großer Player, Apple, meistgewichteste Wert im Dow Jones, hat die Börse nach oben gezogen mit starken Zahlen, starken Ausblick auf das laufende Quartal. Insofern, die Aktie, man sieht es, stark zugelegt, zuletzt auch in Erwartung recht guter Zahlen. iPhone X mehr oder weniger ausverkauft, Lieferzeiten bis zu 6 Wochen. Also hier scheint vieles besser zu laufen, als man zuletzt befürchtet hatte, auch was das iPhone 8 betraf, wie man an den Zahlen jetzt im zurückliegenden Quartal sehen kann. Insofern wirklich starke Zahlen mit einem guten Ausblick, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass man in allen Disziplinen iPhone, iPad, Mac und so weiter Zuwachsraten verzeichnen konnte und letzten Endes auch jetzt beim iPhone X ordentlich zulegen will und wird. Aktie mit einem neuen Hoch, neues Kaufsignal generiert. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir eine leichte Konsolidierung sehen werden, dass der eine oder andere seine Gewinne mitnimmt, zumal ja auch ein Großaktionär in Saudi-Arabien jetzt verhaftet wurde, Prinz Al-Walid. Hier kann durchaus mal spekuliert werden, dass hier vielleicht der ein oder andere zur Sicherheit hier seine Gewinne sichert. Ja, eins der größeren Themen dann am Wochenende, die Fusion von T-Mobile und Sprint wurde letztendlich wieder mal ad acta gelegt. Die T-Mobile-Aktie natürlich daraufhin etwas unter Druck, könnte jetzt diese wichtige Unterstützung nach unten durchbrechen. Insofern muss man hier, was das Unternehmen betrifft, etwas vorsichtiger sein. Die abgesagte Fusion wird natürlich heute auch auf den Kurs der Deutschen Telekom lasten. Sprint hingegen noch etwas stärker unter Druck gewesen. Hier ist allerdings Softbank schon wieder dabei, möglicherweise Aktien einzusammeln. Man will die Beteiligung an Sprint jetzt weiter ausbauen. Insofern könnte es durchaus sein, dass wir hier mal irgendwann ein Ende dieses Abwärtstrends sehen werden. Aber momentan sieht es nicht wirklich danach aus. Technisch ist die Aktie nach wie vor angeschlagen und hier spricht momentan nichts für einen Einstieg. Last but not least, Berkshire Hathaway, einer der Basisinvestments, die man eigentlich haben sollte. Erstmals jetzt im Versicherungsgeschäft hat man stark gepatzt, 1,4 Milliarden Verlust eingefahren im letzten Quartal. Auf Jahressicht sind es jetzt im Versicherungsgeschäft 1,7 Milliarden. Wir machen ganz klar die zurückliegenden Stürme dem Teilversicherer zu schaffen. Das dürfte auch auf die Versicherungsaktien im DAX etwas drücken. Die Aktie aber trotzdem eigentlich ganz gut unterwegs, technisch noch alles in Ordnung. Könnte natürlich aufgrund dieser Daten leicht schwächeln, aber mehr als auf die 200-Tage-Linie eine Konsolidierung erwarte ich insofern nicht, sodass wir hier möglicherweise nochmal eine Kaufmöglichkeit bekommen. Das war's vom US-Markt. Damit gehen wir kurz nach Frankfurt zu Franziska Schimke, der einen kurzen Ausblick auf den DAX am heutigen Tag gibt. Guten Morgen, Franzi. Einen schönen guten Morgen. Ja, Ausblick auf den DAX. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich hören wollen, denn zuletzt hatten wir eine wahre Rekordserie hier, die Vorwoche hervorragend für den deutschen Leitindex mit einem Wochenplus von 2% am Freitag. Dann sogar neue Rekordhöchststände bei 13.505 Zählern im Verlauf. Und am Ende waren wir bei 13.479 Zählern aus dem Handel hier gegangen. Heute scheint es so, als würden wir uns erstmal so eine kleine Atempause gönnen. Erstmal abwartende Haltung hier. Und einige Experten sagen jetzt auch, der Markt ist ganz schön heiß gelaufen. Wir haben die 100er-Marken einfach so genommen. Das war schon ein bisschen zum schwindlig werden. Wer weiß, ob da jetzt nicht vielleicht doch noch mal kurzfristig ein Rücksetzer kommt oder ob man tatsächlich so weiter marschiert. Aber vor allen Dingen innerhalb dieser Woche ja die Quartalsberichtssaison im Fokus. 14 DAX-Konzerne mit ihren Zahlen. Das dürfte spannend werden. Und diese Quartalsberichtssaison bisher so ganz 100% hat sie ja eben letztlich dann doch auch noch nicht enttäuscht. Kurz die Vorgaben an den asiatischen Märkten. Nikkei unverändert. Der Hang Seng im Minus, Shanghai Composite legt leicht zu und der Dow am Freitag auch noch mal mit Rekordmarken. Am Ende ist er dann aber 0,1% fester nur aus dem Handel gegangen. Also auch dort zieht man langsam aber sicher die Handbremse an. Gut, dann schauen wir mal. Danke, Franzi. Ja, Sie haben es gehört, leichte schwächere Vorgaben heute für den DAX. Schauen wir mal, was der Tag bringt. Das war's für den Moment. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Bis morgen.